Wir sind eigentlich scharf. Wir sind doch scharf, aber gerade in der Kamera nicht. Es geht nicht. Hello, so I'll be your ringtone. Hey Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir mit... mir. Oh Mann, was soll ich denn sagen? Wir haben heute die Wer würde eher Challenge für euch. Wer würde eher, weil uns nichts anderes eingefallen ist. Sehr kreative Videoidee. Ja, genau. Die war übrigens von euch die Videoidee, also gibt uns nicht ihr die seid Schuld. Wir haben jetzt hier also so einen Zettel, auf dem einen steht N für Nika und auf dem anderen F für Fili. Und mein Handy, wo eure Wer würde eher Fragen von Instagram stehen. Weil wir schon von Instagram reden, folgt uns gerne auf Instagram. Ich heiße Nika Sophie, sie heißt Videozeugs. Da machen wir immer sowas. Wir stellen euch immer Fragen und dann kommt ihr ins YouTube-Video. Ich habe die erste Frage schon mal. Jetzt wird's cringe. Jetzt wird's cringe, nein. Okay, wer würde eher fremdgehen? Ja, wenn du eine hättest. Das ist so klar. Also ich würde es sagen. Ich würde sagen nicht, weil ich würde es mir nicht zutrauen. Ja, ich mir auch nicht. Ja, siehst du? Also die Jungs. Genau, also die Jungs. Ja, also die Jungs. Okay. Nackt zum Ikea gehen. Weil... ja. LOL! Hätte ich jetzt so auch... Jetzt? Ich schwöre, ich glaube, ich würde das machen. Also wenn es jetzt so irgendwas gehen würde, einfach so jetzt nicht, weil ich bin ja nicht dumm, aber... Wenn du jetzt so sagen würdest... Nein, nein, nein. Wenn es halt um irgendwas gehen würde, dann würde ich das, glaube ich, schon machen. Wer würde eher den Instagram-Account löschen? Wie? Einfach löschen? Ja. Ohne Grund? Ja. Mit... ohne Grund. Also... Wirklich? Ich glaube ja, schon, ich glaub weil... weil du machst Schule und so. Ja, eben, weil ich ja noch Schule habe. Ja. Und ich könnte das sehr schlecht als meinen Beruf machen. Sie genau. Hingegen eventuell schon. Wer würde eher... 1000 Euro für seine Haare monatlich ausgeben. Eins, zwei, drei. Ja, 100%. Ja. Weil wisst ihr, wie oft sie ihre Haarfarbe schon geändert hat in der letzten Zeit? Ich mache das immer mit meiner 3 Euro Rossmann-Farbe. Habe ich auch gemacht, dann sind die abgebrochen. Ja, aber weißt du, was das heißt? Beim Friseur dreimal oder so. Sie hat einfach einen Schaden, Jungs. Weil wir schon beim Thema Haare sind, wer würde seine Haare komplett pink färben? Eins, zwei. Wir müssen erst warten. Bis drei. Was? Drei, zwei, eins. Ja, Leute, ich wollte mir nämlich meine Haare letztens mal blau färben. Weil du bist so vintage, ja? Ja, genau. Nein, ich wollte mir meine Haare blau färben, aber dafür bin ich ein bisschen zu dunkel. Von der Hautfarbe her, aber ich will es machen. Ja, bitte eher für den Playboy shooten. Weißt du noch, was du mich du gehst nach in den Ikea. Ich will... Stopp. Ich habe zweimal in meinem Leben ein Bikini-Bild hochgeladen und du verloren. Immer, jedes Mal, weil ich so nicht gejudged werden will. Ja, positiv ja, oder ja. Negativ. Und sie immer so gefühlt. Du kannst ja nichts erzählen. Ich will aber nicht. Sie würde auf den Play. Nein, will ich nicht. 100%. Ich will da, du gehst nackt in die Kerze. Wir wissen alle, was die Wahrheit in Wirklichkeit ist. Wer würde eher einen Monat ohne Make-up auskommen? Eins, zwei. Du Spaß, du hast erst mal bis 13. Ah, fuck, nein. Das. Weil, Leute, wisst ihr warum? Weil ich ja momentan Wimpern-Extensions habe oder sehe ich eben aus, als wäre ich geschminkt und sie nicht. Als Fake-Wimpern. Dann würde sie aussehen wie so ein... Deswegen ich denke ich. Wer würde eher Spinnen essen? Eins, zwei, drei. Ja. Safe. Sogar wirklich, weil ich habe sogar mal eine Heuschrecke gegessen. Was ist jetzt wieder? Ich würde halt auch nicht einfach so random eine Spinne essen. Das ist jetzt wieder so die Sache. Ich würde es halt für irgendwas machen, aber... Ja, wahrscheinlich ist es einfach so random. Ich weiß nicht. Ja, so kommt es hier langsam rüber und dann zieh ich immer nackt durch den Ikea rein. Take my horse to the altar. Ja. Wer würde eher mit Haien tauchen? Ja, lustigerweise bin ich sogar. Also ich war ja im Urlaub in den Du bist Haien. Ins Meer gesprungen, ja, aber nee, ja, pass auf, ich war mit dem Reifen im Meer und da war wirklich ein Hai neben mir. Jetzt? Also wirklich, dann haben wir das gegoogelt, ob da wirklich Haie sind oder sind echt Haie gewesen, auch sogar direkt am. Und hast du ihn gesehen? Ja, hab ich! Hast und ich hatte voll Angst, aber dann war meine Mom mit dabei und dann habe ich so gezappelt, aber. Wer würde sich eher bei der Augenbrauen abrasieren? Eins, zwei, drei. Du hast weniger. Niemals. Guck mal, wie das aussehen würde. Normal. Gar nicht. Glaub niemals. Du hast sowieso weniger. Sie hat sich mal die Wimpern rausgerissen und zwar alle. Weißt du noch, mit deiner Wimpernzange? Ja, aber... Ja, so viel fehlt da gar nicht mehr. Ich würde niemals. Kommentiert mal, wer schönere Augenbrauen hat. Wenn jetzt... Nein, Jungs, nein. So Leute, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das war absolut der Wahnsinn. Das war so entertaining. Ja, also damit das Video noch cool wird, eine Überraschung für euch. Nein, sie sagt euch Tschüss. Das
Das war mein erstes YouTube-Video übrigens hier. Ich habe vorher noch nie ein YouTube-Video gemacht. Ich fühle mich geehrt. Dann würden wir sagen, ciao. Tschüss. Und falls ihr mir noch nicht auf YouTube folgt und nichts verpassen wollt, könnt ihr mir gerne folgen. Genau, dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss. Tschüss.